Moin meine Pyros, willkommen zu dem Hochstandgeballer hier. Also schon wieder. Und wir haben hier eine richtig geile Mischung an richtig geilen, auch Oldschool Böllern. Hier auch Prototype und hier vor allem Cobra 20 Ultimate gibt es gar nicht mehr. Und schöne. Und die schönen Atomic 7, die gibt es auch nicht mehr. Richtig oldschool Sachen. Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir an mit den kleinen Sachen. Natürlich sind wir in Polen und wir haben eine Erlaubnis vom Jäger, den Jägerschrank zu benutzen. Genau. Anders würden wir es gar nicht machen. Ich weiß nicht, was ist das? Crackling Ball oder? Ich hoffe, ein Crackling Ball. Ja. Genau. Ja, super. Da weiß man schon, was das ist vom Funke. Stabil. Funke-Pirat. Ja, sehr stabil, ey. Das ist, was ist denn das? Das sind die Matchcracker. Das sind die Buffalo Matchcracker. Thunder Cracker. Schön, das von Funke. Funke Trueno. Nummer, keine Ahnung, 1, 2. TP2L, oder? Ne, C4. Ah, C4. Ah, ne, das stimmt, C4. FP3? Jetzt, FP3 ist gerade runtergerutscht. Aber nicht. Naja, egal. Muss immer der Feuerzeug da hinlegen. So, ja? Ja, so, dass das nicht runterrollt. Ich meine das andere. Junge, der ist voll hell. Ja, dann haben wir einen. Keine Ahnung, was? Gerade. Irgendwas. Müssen wir langsam weiter wegschmeißen. Ja, ist aus. Dann ein Doom Boom 2G Plus. Die Verarbeitung. Sena, Trueno. Die sind stark, 2 Gramm, sehr gut. Ich weiß mal weiter weg. Sena Collarbang. Auch gut, von Sena alle Produkte sehr gut, nur zu empfehlen. Genau. Aber dann der nächste, was ist das? Red Salute. Ein Zeus. Zeus. Auch selten geworden. Megastrick, Explo, Schneller. Wie bitte? Doombum 5G Gold. Das hätten wir mal mit dem Silber vergleichen müssen. Stimmt. Deutlicher Unterschied. Keine Ahnung, was das ist. 5 Gramm oder 10 Gramm? Ich bekomme von irgendjemandem 5 Gramm, glaube ich. Ja, der ist rausgegangen, weil ich nicht sicher. Ja, wir warten ein bisschen. Self geht wieder aus. Du musst bis zum. Ja, ist aus. Nee? Nee, doch nicht. Doch. Wirklich? Von der Scheiße. Ghidorah, Self, der geht aus. Muss mal die Müllfuse benutzen. Berlinische Qualität, so viel dazu. Ja, Digga, der ist auch aus. Der ist auch aus.
Okay, jetzt die deutsche Qualität ABA. Alarm 3. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Das Ding hat keine. Ah, hat keine Zündschnur. Dann lieber nicht. Safety first. Nein, nein! Ja, gut Druck. Virus. Keine Ahnung. Von wo? Das ist ja voll gut. Lupo 26. Alter, was war das? Ja, war stark. Dann, keine Ahnung, was das hier sein soll. Assaulted Flower, Crackling, Big. Dann Turno Gold 30. So, dann haben wir was Feines, ein T&T von JGBW. T&T von JGBW. Das aus? Warum ist der aus? Hab's gesagt. Ich hab's da lange wieder festgehalten. Ja, der diesen Scheiß von der Fuse her. Schickt nach China-Müll. Okay, dann ein Atomic 7. Den muss ich weit wegschmeißen. Die sind sehr gut von Di Blasio Helio. Ja. Richtige Premium-Ware hier. Oldschool auch. Und sehr laut, Digga. Ohne Vorbrenner, natürlich. Alter. Cobra 17. Super Cobra 17. Piper 12. Gute Qualität. Ja. Nicht so stark wie Super Cobra. Ich weiß nicht, soll ich ihn lange festhalten? Jetzt. Jetzt ist lange genug. T&T, JGWW in den Groß. Stark. Dann irgendwas mit Effekt, habe ich gehört, vom Polenmarkt. Mutig in der Hand zu halten. Ich glaube, sehr laut. Okay. Da hinten sind noch Flitter. Geil. Ein El Gordo. 100. Ein Prototyp haben wir bekommen. Ohne Label. Leider. Die sollen erst bald mit Label erscheinen. Dann El Gordo mit 200 Gramm. 200. Oh, das ist laut. Das nenne ich mal Power. Junge. Dann einen schönen Barracuda. Auch eine Neuheit. Oh ja. Dann ein Panzerfaust 1, auch Neuheit. Die sehen auch gut aus. Der Druck ist krass. Dann ein T-Wax, auch Neuheit.
Weit werfen, habe ich gehört. Weit werfen, ja. Wir haben sehr viel Titan. Das ist so eine T-Serie irgendwie. Was für ein Pilz. Cobra 20 Ultimate. Oldschool-Böller. Oldschool-Böller. Gerade neu wieder auf dem Markt. TNT. TNT von JGWB. So, und dann... Lekata vor Bedachtung. TNT, wirfst du nochmal? Ein Haken geflogen. Ja, den TNT schmeißen wir nochmal.